So, liebe Leute, ich begrüße euch zum zweiten Instanzguide aus den Schwarzfelshöhlen. Und zwar befinden wir uns bei dem schönen Boss Korla, Botin des Zwielichts. Ein super einfacher Boss. Ihr seht hier den Boss und drei Ads. Die drei Ads werden jeweils von einem Strahl anvisiert. Da heißt es jetzt, der Strahl darf die Ads nicht bis einen 100er Stack erreichen. Also lasst ihr den Strahl die ganze Zeit auf das Ad durch, verwandelt es sich zu einem Drachkin. Das sehen wir leider am Ende des Videos auch noch. Da hat es unser Healer aus den USA hier links im Bild nicht geschafft. Und ja, der Strahl hat dann quasi den Zwielicht-Zelot in ein Drachkin verwandelt. Und ja, der verursacht dann richtig bösen Schaden. Deswegen solltet ihr als Spieler vorher ausmachen, wer in welchen Strahl geht, beziehungsweise wer, ja doch eigentlich nur wer in welchen Strahl geht. Und dabei solltet ihr dann auch beachten, dass ihr mit einem 80er Debuff diesen Strahl wieder verlässt, da er noch 2, 3, 4, 8, 8er Stacks nachtickt circa. Das heißt, ihr könnt nicht mit einem 94er Stack den Strahl verlassen. Vor allem geht das dann im Sekundentakt mit 2er Stacks hoch. Also verlasst einfach bei einem 80er Stack diesen Strahl und lasst ihn einmal auslaufen und begebt euch danach wieder sofort in den Strahl. Ihr seht jetzt hier links, er verwandelt sich gleich, der Zelot, in einen Drachkin. Er blinkt vorher sogar noch und jetzt ist er verwandelt. Und ja, dieser Drachkin verursacht richtig bösen Schaden. Wir müssen den jetzt auch mehr oder weniger ignorieren, da wir einfach den Damage auf den Boss brauchen, damit der Kampf dann beendet ist. Wenn ihr jetzt mal ins Grid schaut, in den vierten Spieler von unten, da habe ich ihn im Target, gebe ihm jetzt mal Lay on Hands. Ja, da seht ihr die Ticks, die Hits, beziehungsweise, und stellt euch mal vor, wenn zwei von diesen Drachkins da sind, dann könnt ihr sagen, es ist hundertprozentig Vibe. Ja, also es ist eigentlich super einfach, ich weiß nicht, warum der Healer das nicht geschafft hat, keine Ahnung. Einfach auf die Debuff-Stacks achten, bei 80 einfach diesen Strahl verlassen, resetten lassen und dann wieder in den Strahl. Und ja, das war der Guide für Korla. Er ist wirklich einfach und ich sage einfach bis demnächst, Dankeschön und macht es gut. Ciao.